So, Freunde Spartas, willkommen zurück. Wir haben einen Kampf vor uns, der eigentlich total beschissen aussieht. Ich sag's mal so, wie es ist, meine Lieben. Probieren einfach alles, weil ich hätte den Friedensvertrag der Räter, den sie mir in der letzten Folge noch gegeben haben, hätte ich mal annehmen sollen. Jetzt haben sie uns gleich vielleicht noch Medlan eingenommen. Medlan, ihr erinnert euch, eines unserer absoluten strategischen, strategisch wichtigen Punkte, so muss man sagen. Im Norden von Italien gelegen. Aber das wird nicht einfach für euch. Schöne Stadt. Schön ausgebaut. Guckt mal hier. Boah, ist das geil. Boah, ist die geil. Aber auch ein bisschen zerstört hier. Da hat schon ein Turm wieder zerrissen. In Ordnung. Von wo kommt ihr? Na, dann kommt mal. Wir haben zwar überhaupt gar keine Einheiten. Aber... Was soll's? Wie sage ich immer so gerne? Flucht ist keine Option. Position halten. Kann ich den hier ein bisschen länger ziehen? So, das sieht gut aus. In Ordnung. Und der Rest, ihr wisst, wie das funktioniert. Im Rückraum. In der Hoffnung. Ja, die, nicht, dass die hier noch wirklich reinkommen. Defensivposition. Das ist der... Wir schauen uns jetzt mal an, von wo die kommen. Ich pack die mal hier oben ein bisschen drauf. Ich habe nämlich irgendwie gerade hier so die Vermutung, dass die dann doch recht effektiv vorstoßen könnten. Okay, lass sie kommen. Schöne ist ja... Das Schöne ist ja, wir haben hier ordentlich... wir könnten uns nochmal hier schön aufstellen, schaut mal. Werden wir auch tun. Die bewegen wir mal zurück. Den General und die eine Armee. Und die versucht ihn lange zu halten, weil so könnten wir das Ganze dann verschieben und hätten vielleicht sogar gegen die Räter hier eine gute Chance, weil Medlan jetzt so eine Stadt zu verlieren, das wäre, oh Gott, das wäre ja eine Katastrophe. Schaut mal, wie schön die ist. Und wie gut ausgebaut, ne? Also gerade schon mit dem zweiten Verteidigungsring hier in der Mitte. Also sehr, sehr... nützlich natürlich. Wen haben wir denn da? Was sind das für welche? Kurzschwerter. Ui. Kurzschwerter. Kurzschwerter. Ja, dann... Meine Türme, dann gib mal Gas. Hier wäre noch ein Turm. Gut. Hier noch eine. Hier noch eine. Und da hinten an den Ecken noch. Dann wäre hier alles geritzt. Möchte ich mal behaupten. Okay. Die ersten Pfeile gehen nieder. Oder die ersten Steinschleuderer. Also mit Laden dürfen wir nicht verlieren. Komm, was wolle. Mit ihren Leitern immer. Kriegen wir die kaputt? Ich hoffe es. Gut aus. 109. Aber das Schwierige wird sein, sich dann auch noch zu verteidigen, ne? Also. Wir müssen definitiv uns hier aufstellen. Die anderen werden wahrscheinlich hier versuchen ranzukommen. Das heißt, wir können uns da schon mal aufstellen. Doppelte Geschwindigkeit. Okay, sie kommen. 86, 65, die haben schon ordentlich. Okay, die gehen runter, wenn es klappt noch. Die Bogenschützen so runter. Oder die Fernkämpfer. Die werden einfach zerrobbt und schwächen die Moral aller anderen. Sehr gut. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Na dann mal, bin ich mal gespannt. Jugendliche! Doppelte Geschwindigkeit! Und rauf da, los. Und rauf da von der Seite auch noch. Und da hätten die auch noch dazu. Da hätten die Türme noch fleißig mit. Das sieht gut aus. Die schwächen hier sind dann nur noch 27 Mann. Die sind ja schon komplett fertig. 43 mit jedem Schuss. Einer weniger, sehr gut. Das sollten wir doch irgendwie schaffen, oder? Die sind schon fertig. Sehr gut. Die Türme sind
Die auch. Und die auch. Und die kommen hier gar nicht mal richtig hoch. Jawohl, schießt so runter von der Leiter. Gute Türme. Oh, die Türme sind geklaut. Die Türme sind eingenommen. Oder zumindest sind sie nicht mehr in unserer Kontrolle. Alleinige Kontrolle, meine ich damit. Okay, sehr gut. Sehr gut, die sind weg. Und die sind auch weg. Jetzt können wir uns wieder hier aufstellen. Alle aufstellen, alle aufstellen. Und die Steinschleuderer wieder hoch. Sehr gut. Wir haben die Tore eingenommen. Hat geklappt, was ich vorhatte. Sehr schön. Jetzt hat nur wichtig, dass wir auch noch die mit dem Öl das gut hinkriegen beim nächsten Mal. Das war die Rettung. Wir haben nur noch Verteidigungskämpfe, ne? Also. Echt eine riesen Distanz von den Türmen. Krass. Oh, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Warum gehen die Tore auf? Warum gehen die Tore auf? Mach die scheiß Tore zu. Ich glaube, die spinnt ein bisschen. Hi, der Witzka. Nur mit der Ruhe. Ich erwarte eure Befehle. Schnell vorrücken. Die können ja gar nichts ausrichten hier. Nee, die können ja nichts ausrichten. Warum gehen wir wieder raus? Befehle? Schnell vorrücken! Sind wir mit den Toren, da haben sie es irgendwie, ne? Steinschleuderer! Also die werden, die gehen uns drauf, da oben die Steinschleuderer, die nehmen wir mal runter. Das ist zu gefährlich mit die ganzen Bogenschützen, die da warten. Dann nehmen wir die Steinschleuderer lieber runter, aber das hat keinen Wert da, die gehen uns voll drauf. Wir warten lieber, was die Türme machen, was die Türme treiben da. Haben wir wahrscheinlich mehr Erfolg. Gespannt jetzt. Jetzt gehen sie ja jetzt, wenn sie gerade so dezimiert. Okay, die greifen doch die Mauer an, wie ich gedacht. Hätte ich nicht mitgerechnet. Eigentlich könnten sie ja genauso wie die anderen hier auf die Leitern gehen, oder? Ich verstehe es nicht, warum die das nicht nutzen. Also das ist von der KI ein bisschen blöd. Ja, dann würden sie ja wahrscheinlich genauso drauf gehen, ne? So viel gesprungen. Frag mich, näher rausgehen darf ich nicht. Guck mal, wie viele da sind. Auf Frieden, Phalanx! Wir erwarten eure Befehle. Doppelte Geschwindigkeit! So, die tun wir dazu. Gibt es! Schnell! Schön ineinander rein, da haben wir richtig schön wieder einen Pulk, den wir dann da reinschieben können, wenn es dann aufgeht. Es wird nach vorne gehen, dürfen wir auch nicht. Schnell vorrücken! Spartaner! Hinten dran noch ein paar Spartaner. Die Bogen. Doppelte Geschwindigkeit! Schnell vorrücken! Ja, das Tor kriegen sie kaputt, das ist klar. Naja, aber nicht so schnell wie die anderen Einheiten, ne? Da gab es ja schon welche, die Römer zum Beispiel, denen ihre Legionäre, die haben das Tor innerhalb von 5 Sekunden fertig gehabt. Hier, die kommen da irgendwie nicht zurecht. Die stehen jetzt da rum und werden niedergemäht. Soll uns recht sein. Ich glaube, wenn ich automatisch gemacht hätte, wieder einmal, hätten wir es verloren. Würde ich wetten. Ja, das ist jetzt ein trauriges Schauspiel. Beschleunigen wir das Ganze mal ein wenig.
Oh, da wanken sie schon. Da sind hier nur noch 13 Mann, Alter. Zack, 12. Wie viele sind das noch? Die sind auch weg. Die sind die nächsten. Und das Tor hat noch... Boah, Torschaden nur 10%. Ja. Und tschüss. Und jetzt stehen sie da und wissen nicht, was sie tun sollen. Bringen die nächsten, oder? Ah, jo. Bringen sie alle. Bringt sie alle her. Immer her damit. Das ist ja läppisch. Das ist ja läppisch. Wir müssen nur das Tor ein bisschen im Auge behalten, was passiert. Ja, das ist zu wenig, weil das ist... Wenn der Feuerschaden auf 100% ist, dann geht der Torschaden hoch. Aber so ist das hier natürlich... eine einfache Angelegenheit für uns, ne? Läuft die Zeit runter. Ich dachte, die nehmen dieses Tor schneller ein, kommen dann durch unsere erste Blockade, Barriere, und wir müssten dann nochmal hier hinten mit Hilfe dieses Turmes dann den Rest aufhalten. Mit dem General und eben den weiteren, aber wie ihr seht, kommen die gar nicht dazu. Denn wir mähen sie hier einfach gnadenlos nieder. Das sind wieder mal die Türme auf Doom jetzt. Oh, die Pferde, die sind nochmal interessant. Die könnten nochmal was zeigen. Ja, da geht's ein bisschen schneller mit dem Schaden. Oh, wer kommt jetzt noch? Oh, alt gesprochen. Jetzt geht's nochmal los. Jetzt muss ich ein bisschen Auge offen halten. Am besten kommt ihr immer noch ein bisschen mehr vereinzelt da. Dann haben wir es noch einfacher. Ja, vielleicht kommt ihr doch noch zu meinem Plan. Komm, Türme, schneller, schneller, schneller. Wie sind es denn dann noch? Nicht mehr viele. So. Gleich 100% Feuerschaden und dann ist das Tor durch. Ich sollte lieber die Altgeschworenen platt machen. Aber ist egal, jetzt schauen wir mal. Jetzt sind wir 100%, ne? Jetzt gleich. Jetzt wird es nochmal spannend. ...69, die nächsten Bogenschützen sind fort. 97. Unsere Tore sind komplett zerstört! Ah, dann kommt mal rein. Ob die da reinlaufen, kann ich mir nicht vorstellen. Die Türme gehören immer noch uns. Wir warten noch kurz. Und los. Das ist genau, und das Öl kommt noch. Na? Jawohl. Und so gehört nämlich das Ding noch weiter uns. Und wir haben sie genau hier beim Öl. Oder kriegen wir selber Öl ab? Ist ja eigentlich egal. Hauptsache die Türme können weiter ballern, ballern, ballern. Jetzt werden sie dezimiert. Die Bogenschützen können gar nichts machen. Jetzt haben wir ihn. Jetzt sind sie rot. Und Feierabend. 11. 9. Das war's. Haltet an! Die bleiben so stehen. Nicht, wenn wir nicht jetzt hier schnelles Marschieren! Doppelte Geschwindigkeit! Ein Stückchen zurück. Guck, die Türme machen jetzt einfach die beste Arbeit. Das können wir gar nicht so schnell machen, wie die Türme das erledigen. Also mit den... Da ist jeder Schuss, guck, da sind die nächsten. Jeder Schuss nimmt einen raus und perfekt. Da können wir jetzt abwarten. Natürlich nehmen wir noch ein bisschen Schaden durch den ihre Stöcke und was die da auf uns werfen, aber unterm Strich nicht wirklich
nicht wirklich gefährlich. Ihr seht, jetzt sind sie alle rot. Und das war's. Die Schlacht dann wendet sich zu uns. Jawohl. Glorreicher Sieg sogar. Niemand holt sich mein Mädel an. Das war ganz gut. Ich konnte aber froh sein, dass sie nicht so viele starke Einheiten hatten, also, sondern viel nur diese Steinschleuderer. Die haben geholfen. Das Schöne ist, wir haben sie jetzt so dermaßen geschwächt, nehme ich mal an, dass wir vielleicht sogar in der Lage sind, mit der kleineren Einheit dessen Dorf einzunehmen. Korinth, oder wie das hieß. Oder Korithia, Korinther, Guck gleich mal, wie es hieß. Vergessen. Greta. So, das ist nur so eine kleine, genau. Koria, ganz genau. Und die holen wir uns jetzt. Schöne Sache. So. Das war doch ganz toll. Wir haben zwar jetzt noch, man muss das nicht vergessen, wir haben nochmal zwei Krieger angezettelt. Nicht wir, sondern aufgedrückt bekommen haben wir sie. Apollonia, glaube ich, so hießen die Jungs da hinten, ne? Nee, Apollonia war die Stadt. Muss man mal schauen, wie die hießen. Was ist das für eine komische Rebellenarmee hier? Provinz umstritten. Holen wir uns gleich wieder zurück. Hier, die Jungs. Oh, das ist riesig. Die Jungs. Atropatene ist mit uns wieder stinkig. Weiß der Geier warum. So. Schnell zurückerobern. Damit es gar nicht lange anfängt, hier erst kaputt zu gehen. Wenn wir wieder alles umbauen müssen. Schauen wir gleich mal rein. Ist es noch ganz? Ja, alles gut. Die Jungs, die sollten verteidigen. Wir müssen mal hier hin. Atropatene ist hier. Dann bewegen wir uns mal hier in die Stadt. Weil die hat auch eine Mauer und alles. Die Jungs können wir verbessern. Ja, wir stocken halt ein bisschen auf jetzt. Ich habe jetzt keinen Nerv für andere Einheiten, die noch irgendwo hinzuschicken, wo wir sie dann kriegen. Trabzund. Atropatene. Warum wollen die mit uns Krieg? Verstehe ich jetzt gar nicht. Und Ägypten natürlich, nicht vergessen. Ägypten ist sauer. Weiß der Geier warum. Was denen nicht passt. So. Rom. Ah. Bereit zum Kampf. Ah, jetzt kriegen wir schon ordentliche Spartaner hier. Aber haben wir schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haben wir schon. Pferde sind noch nicht schlecht. Kommt, kämpft mit uns. Jo, sehr gut. Helotenbogenschützen, die brauchen wir, genau. Spartanische Pikeniere und tarantinische Kavallerie, sehr gut. Brauchen wir alles. Dauert aber 5 Runden, bevor wir das hier kriegen, von daher nicht zu früh freuen. Das ist hier viel interessanter, weil erstmal ist hier keine Verteidigung mehr. Die haben wir nahezu ruiniert. Jetzt kriegen wir Korea doch dann noch. Das war doch wieder taktisch. Ich meine, das war nicht so vorgesehen. Das war so natürlich nicht geplant, aber es hat genau zu dem Zweck geführt, den ich mir gewünscht habe, Korea wieder einzunehmen. Sehr schön. Wir plündern es mal. Schauen wir mal, was passiert. Tja. Zu euren Diensten. Hat doch geklappt. Das können wir reparieren. Das müssen wir umbauen. Und wir werden noch so einen schönen Schrein hier hinstellen für die Rekrutierung der Einheiten, die wir da haben. Sehr schön. Medlan. Sollten wir auch nochmal erhöhen. Ja, viel Nahrung, ne? Also sehr viel Nahrung jetzt gerade hier in Genua und so. Da werde ich mal vielleicht einen Handelshafen machen. Und weniger Nahrung. Weil wir haben gerade so eine schöne Ordnung hier. So. Also ich hätte noch Fischerei machen können. Es reicht aber, hier werden wir schon 3. 1, 2, 3 haben wir hier schon Nahrungsproduktionsstätten, das reicht. Okay, das liegt auch so, genauso wie ich es wollte dann. Da haben wir es wieder. Korea ist unser.
Jetzt wird es insgesamt noch ein bisschen spannender, wie es hier passiert. Bereit zum Kampf! So, wir bewegen uns mal hier wieder in die Provinz. Ich erwarte weitere Befehle. Und wir müssen hier ja auch wieder aufbauen. Wir haben 3. Jetzt brauchen wir noch Bürgerkavallerie hier. Seid ihr bereit zu dienen? 3. Bogenschützen kriegen wir leider immer noch keine, aber es macht nichts. Sind wir hier vollzählig? Jupp, sieht so aus, sieht so aus. Dann schauen wir doch mal, was es hier so gibt. Sofort! In Bewegung! Ah, wen haben wir denn da? Sehr schön. Hier waren wir soweit. Ich erwarte eure Befehle. Den können wir dahin schicken. Wir hungern nach einer Schlacht. Und den nehmen wir dazu. Jetzt kriegen sie auf den Sack, die soeben. Sie haben sie ja nicht anders gewollt. So dürfte man es ja auch sagen. Sie haben es ja nicht anders gewollt. Hier müssen wir noch reparieren. Hier haben wir... Ja. Dem aus. Reparieren. Wie sieht es mit Nahrung aus hier? Plus 10. Da wäre öffentliche Ordnung mal nicht verkehrt. Lassen wir es mal so stehen, wie es ist. Momentan minus 27, sind noch ein bisschen haarig. Wen haben wir denn da noch? Oh, wo kommen die denn her, die Sklaven? Mist. Mist, dann haben wir wieder keine Einheit hier, ne? Wieder in unserem inneren Sklavenaufstand. Ach, Mensch, du. Langsam macht die mich hier echt kirre. Man kann die Garnisonsarmee leider nicht rausschicken, um zu verteidigen. Abwarten, hoffen, dass nichts Schlimmeres passiert hier. Kommen bald noch die Rebellen, weil so viel Unruhe ist in der Gegend. Gut, wenn wir jetzt ihn hier zurückgeschlagen haben, müssen wir halt nochmal zurück, ne? Mit den beiden Armeen, die sind ja nicht dafür vorgesehen, viel einzunehmen. Dafür sind ja die gedacht. Genau, dann schicken wir die dann, wenn sie den hier entfernt haben, den Boy, schicken wir sie wieder los. Wieder zurück. Und dann müssen wir ein bisschen mal das Innere sichern von uns, wo so Unordnung ist. Okay, hier oben, wie sieht's da aus? Durchwachsen möchte ich es nennen. Gut. Korea haben wir hier angenommen. Die müssen wir nochmal zurückschlagen, die beiden. Mit Lahm wird sie schon gut verteidigen können gegen solche. Das, die haben ja nichts. Die haben ja nichts hier. Das ist eine Einheit. Und das sind 5. Aber nächste Runde sind die schon schwächer. Die können ja auch nichts. Die haben ja eben schon in voller Stärke nichts erreicht. Sehr gut. Ich erwarte euch. Ja, langsam kommen wir vorwärts hier. Eine Armee brauchen wir aber noch. Können wir noch eine ausheben? Ich guck mal kurz. Oh ja. Wir haben Platz für eine. Und die machen wir hier oben. 4-4-3, das sieht gut aus. Dann möchten wir sie aber wieder einsetzen. Hier, die Schrecken des Phobos. Ich erwarte eure Befehle. Weil wir noch nichts anderes haben, fange ich mal mit den Ballisten an. Eurem Volke zu dienen, aber auch nur 2. Große und glorreiche Sache. Wir hier oben mehr Infanterie haben, Infanterie und Bogenschützen, wenn wir die hier fertig haben. Hier kriegen wir ja Bürgerkavallerie. Bürger... Hier auch Bürger. Und spartanische Hopliten. Griechische Skorpion, Riesenballiste, Polybolos. Wir haben leider keine. Ja, zu viele Pferde ist auch nicht gut. Wenn wir hier schon Bürgerkavallerie kriegen mit dem, dann werden wir das mal abreißen. Genau. Steinschleuderer in der nächsten Runde und dann bauen wir es noch eins weiter, dann kriegen wir hier richtige Bogenschützen, die wir auch brauchen. Solche brauche ich. So. Okay, das passt. Mit hole ich mir nochmal Masaya an. Sieht ja auch ganz nett aus hier, ne? Oh, alles top. Richtig top sogar. Auf Landwirtschaft haben wir ja gar nicht hier in der Provinz. Oder gilt das reichsweit, imperiumweit? Spannend, dass wir Rom so verdrängt haben von ihrer Insel, dass die jetzt nur noch hier sitzen, ne? Da in Gallien, also... Spannend. Ob sie mit uns jetzt Frieden schließen? Mal schauen. Da wollte ich hin. Das wollte ich. Ich heiße euch willkommen,
Doch verschwendet dabei nicht die Wert... Der römische Verstand... Lass noch nicht mit sich reden, weil... Aber das ist ja noch immer gefährlich hier, ne? Die Ecke. Die sind mit den soeben verbündet. Aha. Das macht's natürlich dann halt... umso interessanter. Okay, die Einheit ist aber auch ziemlich fertig. Stimmt, die habe ich ganz vergessen. Haben wir denn hier keine Nahrung oder was? Ich erwarte eure Befehle. 5 Nahrung. Kommandant, stell dich mal ins Dorf. Ah, hier ist besser, okay. Hier können wir wieder aufstocken. Sehr schön. Okay. Was machen die Ägypter? Was machen die Atropatene? Und was macht soeben und was machen die Römer? Die Spannung steigt. Da kommen sie. Kundschafter. Agent baut wieder in meinen Häusern rum da. Jetzt wird spannend. Was macht Ägypten? Ziehen die jetzt los? Kommen die übers... Ich meine, die wären ja auch innerhalb von 2-3 Runden bei mir, ne? Also in Sparta wären die. Oder in Athen. Deswegen muss ich die anderen da oben, wo ich gegen die soeben nochmal kämpfen wollte, die muss ich dann wirklich zurückholen in unser Herz. In unser, ja, Zentrum. Reichszentrum, nenne ich es mal. Aber das wird sonst einfach zu schwierig, weil da, wenn da wirklich welche kommen sollten noch... Ich bin ja froh, dass viele von unseren Verbündeten mitgezogen sind im Krieg, aber sie sind nicht wirklich effektiv. Sie helfen nicht wirklich. Okay, Frada. Es war so klar, dass die jetzt da lang kommen. Zieh ich die anderen da weg? Jetzt holen sie sich Frada zurück. Brauche ich's? Will ich's mir zurückerobern? Das ist auch wieder ein endloser Kampf da unten, ne? Das hätte ich auch. Das hört ja nicht auf. Ich meine, die... Es geht ja Ewigkeiten. Nabatea. Okay, die bin ja froh, dass die anderen jetzt nichts machen, ne? Also, dass die ruhig bleiben. Ich vergesse auch mal den Namen. Atropatene, glaube ich. Übel. Persien ist auch jetzt mal... Gut, dass sie die Füße stillhalten. Habe ich eigentlich so... Ganz am Anfang eigentlich so als Hauptziel ausgegeben. Warum sind die so stark auf einmal wieder? Was ist das? Warum? Wo kommen denn denen ihre... Ach, Söldner! Söldner. Natürlich Shit, ne? Das sind nur Söldner. Aber gute. Aber wir haben... Wir lassen es drauf ankommen. Wir lassen es drauf ankommen. Das sind nur Söldner. Ich meine, die haben keine Moral. Unsere spartanischen Hopliten, die haben. Und Erfahrung. Jetzt muss ich das nur... souverän machen, ne? General! Kommandant, eure Befehle? So, die kommt von da vorne. Wo locke ich sie rein? Also Türme habe ich hier gar keine. In dem Kaff. Super geil. Schade. Obliten! Form deine Phalanx! Tolle Obliten, ey. Habe ich eine Menge Obliten. Form sofort die wollen. Deine Phalanx! Keine Chance. Gottes! So. Kommt mal. Kommt mal, ihr Vögel. Ich muss euch darum bitten, gegen eine ganze Ich zeig euch, wie, wo der Hase, oh nee, wo der Frosch die Locken hat. Ich fand nicht Unterstützung. Von der anderen Seite kommt die Unterstützung, scheiße. Das ist immer doof, finde ich. Unsauber und nicht geeignet für die empfindlichen Ohren ehrlicher Soldaten. Macht euch bereit, gegen sie zu... Das ist
nur Bogenschützen bis jetzt. Bogenschützen habe ich jetzt nicht so viel Panik. Bis die mal hier oben sind, dauert ja auch noch ein bisschen. Okay, die kommen. Gegen unsere Phalanx eigentlich. General! Das leichteste, ne? Für uns. Schnell! General steht ein bisschen abseitig, dass sie den gleich jetzt niedermähen. Wie gesagt, das sind ja eigentlich nur Söldner. Söldner Plänkler, Plänkler. Eidgeschworene, die sind gefährlich. Plänkler. Steinschleuder. Oh, zwei Seiten ist immer scheiße. So, gucken wir mal. Sind sie schon da? Jo. Wir haben extra, ich habe diesmal extra die Spartaner vorne hingestellt. Damit die gleich mal aufräumen hier. Also die fahren wir schon gut ein hier, also da bloß nimmt zu wenig raus, ne? Weil es auch wieder nur Steinschleuder da sind. Das juckt die ja nicht. Also gegen unsere Spartaner müssen die Spartaner ja toll. Königlichen, genau. Kommt doch! Lauft drauf, ihr feigen Hunde! Lauft! Boah, wie. Stimmt doch auch keiner, ne? Von denen. Oder zu wenig. Schießen, wir schießen die ganze Zeit, aber das sind ja nur Steine, ne? Was bringt's? Jetzt, oh! Ist ja geil. Steinhagel. Da die nächsten Banden schon. Die Steinschleuderer, unglaublich, die entscheiden den Kampf. Da sind noch Eidgeschworene zwischendrin, oder? Nee, da ist ein Axtkrieger. Ist ja herrlich. Die ist ja geil, die Steinschleuderer. Aber das sind nur Söldner, oder? Ah, jo, das ist das Schöne, das sind halt nur Söldner. Die haben einfach null Moral. Darauf kann man sich halt verlassen, ne? Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, dass die uns nicht jetzt total überraschend in den Rücken fallen. Die Einheiten oder naja, lass mal so wie es ist. Vorerst. Nur noch weniger Mann, aber. Befehl verstanden! Na, ah, kommt nicht so weit, schade. Ah doch, er läuft jetzt dahin. Ah. Da den nächsten rausgenommen. Ist das herrlich. Schnell vorrücken! Da oben kommen die anderen jetzt. So. Adios, Ladies. Der Hammer. Die warten auf schön Wetter, oder was? Auch alles seltener. Ne, das sind keltische. Ah. Ah, das ist die richtige Armee. Da sind noch seltener Plänkler dabei. Jetzt geht's gerade da weiter. Ist ja geil. Oh, eine Reichweite, ne? Steinschleuderer! Mal würden vorschieben. Da können die dann ein bisschen mehr drauf ballern. Jo, jetzt warten sie. Bis sie wieder gemäht sind. Die nächsten rausnehmen. Zack, weiter geht's. Bis wir keine Munition mehr haben. Ist auch wieder von der KI ein bisschen buggy, möchte ich mal behaupten. Zumindest, dass sie sich mal so hinstellen würden, dass sie mitkämpfen können.
hier hinten bewegen sich auch nicht. Wir gucken mal kurz, was da ganz im Norden noch ist. Was steht da rum? Hä? Ich denke, das ist ein Heimsieg, oder? Jetzt bewegen sie sich. Zumindest die anderen da hinten. Ob die sich erst sammeln? Keine andere Frage, ne? Ob die sich erst hier rüberlaufen? Also langsam haben wir doch bald alle niedergemäht hier mit unseren Steinen. Aber wir haben bald keine Steine mehr. So sieht's aus. Okay, sie kommen. Okay, sie da, wir schießen. Sie schießen auch. Jetzt geht's los. Okay, jetzt beginnt der Schlagabtausch. Okay, die haben sich versammelt da. Aber auflösen wollte ich mich jetzt nicht. Ich warte mal, ich beschleunige mal ein bisschen. Weil die alleine hier stehen, sind die auch gleich fertig. Guck, die sind auch nicht weg da. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Jo, jetzt haben wir echt nichts mehr. Keine Steine mehr, nichts mehr. Jetzt warten wir die Zeit ein bisschen ab. 12 Minuten noch. Noch glücklich, aber wie gesagt, man sollte hier und da die Kämpfe dann doch schon selber machen. Weil, ja, ihr seht, weil die KI einfach auch buggy ist, weil das ist jetzt natürlich kurios, dass die gar nicht angreifen. Herrlich. Schön, nochmal Glück gehabt, ne? Muss man echt so sagen. Kann ich nicht komplett leer schießen hier. Kann ich die noch dazu holen? Dann ballern die auch noch mit drauf. Steinschleuderer, ne? Vor allem. Guck mal, wie weit. Ah, die anderen kommen jetzt. Die haben jetzt wahrscheinlich gewartet auf die da hinten. Könnte nochmal spannend werden. Aber spätestens, wenn sie uns hier in die Phalanx laufen, ist Feierabend, würde ich mal behaupten. Aber es passiert nichts. 10 Minuten noch. Ich glaube, ein bisschen schneller gehen die Zeiten. Na? Bewegung? Ich hab mein Auge so allgemein drauf. Damit ich beide Seiten sehe. Ja, wenn wir jetzt schon... besser wäre es noch, wenn wir jetzt wirklich schon Bogenschützen hätten. Die sind dann nochmal eine ganze Ecke effektiver, ne? Problem, was ich bloß sehe, ist, weil die haben so viele Fernkampfeinheiten. Wenn die dann wirklich sich nochmal zum Ende positionieren und draufschießen... Sehen wir ja auch nicht wirklich besser aus, ne? Pfeifen sie ja auch ordentlich die Steinwände um die Ohren. Abwarten, was passiert. So wie es aussieht, gar nichts. Schade. Dass die Verteidigungskämpfe verhalten sich so ein bisschen ähnlich wie bei Empire Total War. Wenn man dann so ein bisschen den Draht raus hat, mit den, wie man seine Festung zu benutzen hat, kriegt man dann wirklich eine schnellstmöglich. Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Kriegt man wirklich schnellstmöglich die Überhand. Weil die KI auch häufig dann mit schwächeren Einheiten aufkreuzt und nicht wirklich effektiv genug angreift. Hätte ich das Ganze jetzt automatisch gemacht, hätte ich verloren. Und das finde ich irgendwie. Ja, ist nicht gerechtfertigt. Wisst ihr, was ich meine, ne? Weil es ja eigentlich in dem Sinne ja jetzt auch totaler Time-Waste ist. Ich weiß, ich gewinne, muss aber jetzt diese 6 Minuten abwarten. Also das ist auch wieder so ein Punkt. Ah, flasht mich jetzt nicht so, aber Gott sei Dank hebt das Spiel ja eben in den strategischen Elementen auf der Kampagnenkarte ja alles wieder aus. Also ich meine, da ist es natürlich ganz, ganz geil. Richtig brachial. Aber so ein paar 3D-Kämpfe sind dann hier und da nicht logisch, weil das ist jetzt totaler Blödsinn, dass sie da stehen bleiben. Was soll das? Was ist das für ein Quatsch? Warum soll ich jetzt rausgehen, wenn ich muss ja nur meine Ring verteidigen. Ja. Die Zeit wird auch nicht schneller gehen irgendwie. Mal so nochmal.
Weiß nicht, ob es jetzt so schneller geht, wenn ich näher rangehe. Sieht aber nicht so aus. Schade, Leute. Dann würde ich sagen, an der Stelle mache ich jetzt mal einen Break für uns alle, damit wir uns die Not nicht geben, hier das Elend, und sehen uns in der nächsten Folge. Dann natürlich wieder in der Kampagnenkarte. Ciao!